Berlinale darf man natürlich nicht seine Freunde vernachlässigen. Ich habe gestern mit Udo Walz gesprochen und er sagte mir, dass er sehr, sehr gerne türkisch essen gehen würde. Natürlich fiel mir da sofort Kebab-Sade hier in Schöneberg ein. Jetzt treffe ich ihn. Das türkische Restaurant Kebab-Sade befindet sich in der Maasenstraße 9 am Neulendorfplatz Schöneberg. Udo hat es auch direkt gefunden, denn er sitzt schon drinnen. Ich bin ganz gespannt, ich habe mich gefreut auf dich. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf das Essen. Ich habe gehört, es ist was Besonderes. Mhm. Ich würde gerne mal den Chef sprechen, dass er dir und mir erklärt, was hier besonders ist. Und ich habe auch Hunger. Also jetzt geht's dann gleich los, hoffe ich. Ja, das geht bestimmt gleich los. Aber ich dachte, es gibt keinen schöneren Platz, dir türkisches Essen zu zeigen, weil ich war hier schon mal, wie das Kebab-Sade. Kebab-Sade. Kannst du das übersetzen? Nein, das kann ich nicht. Und deswegen rufen wir gleich den Chef mal. Vierer. Hallo. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Hallo, meine Damen und Herren, das ist der Chef des Hauses. Hallo. Jetzt bin ich gespannt. Meine Frage ist, warum soll ich hier essen? Was ist anders? Wie woanders? Ich kenne ja Döner, aber das ist eine Spezialität. Und da freue ich mich, dass es sowas in Berlin gibt. Ja, erstmal möchte ich natürlich begrüßen hier im Haus, im Restaurant Kebab-Sade. Das ist uns eine Freude. In der Maasenstraße, hier am Neulendorfplatz. Ja, bei uns im Restaurant, warum hier bei uns im Restaurant? Halt erstmal die Frische. Wir arbeiten nur mit frischen Produkten, frischem Fleisch. Wir haben keine TK-Ware hier im Haus. Und unsere Hausspezialität ist das Jar-Kebab. Was heißt das auf Deutsch? Das Jar-Kebab, das ist das Jar an sich, heißt Spieß. Und Kebab ist klar. Und das wird an sogenannten Jars portioniert und auch serviert. Und das besteht 100% aus Lammfleisch. Lamm. Genau. Junges Lamm oder alt? Junges Lamm. Nicht so alt wie ich, hoffe ich. Naja, ich bin 73. Maximal 6 Monate. Das ist aber schön. Ja. Aber jetzt, ich fange jetzt noch mal an von der Ambiente. Die Ambiente gefällt mir sehr gut. Das ist ich das gehe jeden Tag. Ich kann selber nicht kochen. Ich gehe jeden Abend essen. Und das ist gut, dass ich das lerne. Was esse ich denn dazu zu dem Spieß? Zu dem Spieß wird dünnes Brot serviert, was auch hier im Haus gemacht wird. Auch, also unsere Brote werden selbst auch gebacken. Alles wird selbst gebacken hier herrlich. Im Haus. Und dort gibt es dann natürlich die Beilagen. Das sind halt türkische Beilagen, so wie Knoblauchsoße kann man nehmen, eine scharfe Soße, schön. Zwiebeln, Peperoni, gegrillte Tomaten, was das Herz begehrt. Naja, das ist aber, was das Herz begehrt. Dann würde ich gerne anfangen, weil ich habe immer Hunger. Ich mache 30 Jahre erfolglos Diät. Okay. Und da müssen wir ja heute nicht auch anfangen. Da freue ich mich. Lasst uns starten. Gut. Bis gleich. Unser Gericht besteht aus einem 1 Meter gegrillten Lammspieß, würziges Hähnchen mit Grilltomaten und Paprika, gemischter Hackfleischspieß und abgerundet wird das Ganze mit einem Kebab-Sade-Salat. Wow! Oh, wow! Jesus Maria! Ich bin begeistert. Ich lade Sie ein. Ah, das ist doch toll. Die Einladung nehmen viele, viele wahr. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Also das ist so gut, da möchte ich eigentlich wirklich Gäste einladen. Kennst du das Lied aus der Operette? Ich lade gerne Gäste ein. Kennst du das? Na bravo. So Udo, es ist Berlinale. Ist das immer ein Hauch von Hollywood, der hier herrscht? Ist ein Hauch von Hollywood. Früher habe ich mehr davon gehabt, weil die wie Julie Forster, Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, das sind alles Kunden von mir. Aber jetzt bringen die zum Teil manche Hollywood-Stars ihre Stylisten mit. Oder es wird von einer großen Haarfirma gesponsert. Aber ich habe noch eine berühmte, die kommt. Mhm. Und ich habe auch mit Cinema for Peace zu tun. Möglicherweise kommt Sharon Stone. Oh. Ja.
Ich sag dir aber nicht Bescheid. Nein. Woher wusstest du, dass ich dir nicht frage, ob du Bescheid sagst? Aber in meinem nächsten Beitrag, jetzt hier nach, habe ich Keanu Reeves interviewt. Der war bei mir in meiner Bar, in meiner Galerie. Ein fabelhafter Mann, guter Schauspieler, hat auch Humor. 10 Punkte. Ja, ich hätte ihn fragen sollen, er soll hierher kommen mit uns. Ja, der wäre vielleicht gemacht, gekommen, ne? Ja, Mensch. Hollywood, hier. Hier im türkischen Lokal. Nach Schöneberg. Dann trinken wir nochmal. Und der Chef kocht ja hier persönlich. Ich habe ihn gefragt, ob es immer so gut ist oder ob es nur heute. Er hat gesagt, es ist immer so gut, das teste ich. Ich komme am Wochenende wieder und da komme ich aber anonym und dann teste ich das. Oh. Toll. Cheers. Schmeckt sehr gut. Ich bin so froh, dass es Udo Walz so gefallen hat, mein Restaurant-Tipp Kebabsalat. Ein Hauch von Hollywood herrscht schon in Berlin. Denn Keanu Reeves war am vergangenen Montag hier und stellt seinen Film John Wick 2 vor. Und ich habe sogar ein Selfie mit ihm. Oh, da gibst du mir jetzt endlich eine Waffe. John Wick ist zurück. Aus seinem Ruhestand reist John Wick nach Rom, wo er gegen einige der tödlichsten Killer der Welt antreten muss. Egal wer kommt, ich werde ihn umbringen. Lawrence Fishburne, der zusammen mit Reeves in Matrix gespielt hat, wurden wiederverwendet. John Wick. Der Ruhestand ist wohl doch nichts für dich. Ich arbeite daran. Raquel Crawford from TV Berlin. I have a question to Keanu or to you, Chad. Who came up with the idea to reunite you with the Matrix, Lawrence Fishburne? I think that's Chad. I think it was Lawrence. I think that was Lawrence. It was Lawrence. Yeah. Lawrence came to, I think Keanu and Lawrence bumped into each other. And I'll let Keanu tell that story, but yeah, I definitely capitalized on it. Yeah, Lawrence and I are friends. We were hanging out. He said he really liked the first one. I said, really? He said, yeah. And I said, well, you want to do it? He went, well, let me read a script. I said, hey, Chad, Lawrence wants to read a script. Chad sent Lawrence a script, and Lawrence said, yes. And he plays the Bowery King, which is another underworld element, opening up the world, and he's magnificent. I'm still Raquel Crawford from TV Berlin. There must be a part 3. We have to know where John will go, which hotel he will choose, and what's the dog's name. Yeah. All good questions. And that was just one question. Yeah. It was a question with subsets. I think it was a demand for number 3. Oh, that was a demand. That was a demand for number 3. We're working Thank on you. Number 3. We really three, appreciate yeah. that. Thank you. Thank you. Im Konzeptstore UKAN in Berlin-Mitte eröffnet pünktlich zur Berlinale die Einzelausstellung des Fotografen Anatol Kotte Arctus. Eine wunderschöne Ausstellung. Wie viele Bilder hast du denn hier? 20 hängen hier. Und du hast schon eine Menge Leute fotografiert. Sag mal wem. Das ist ja unglaublich. Ja, Jeff Goldblum, John Turturro, Geraldine Chaplin, Lenny Kravitz. Von den Amerikanern, von den Deutschen, Till Schweiger, Dominik Horwitz, Helen Schneider, Natalia Wörner, Jürgen Vogel und so weiter und so weiter. Und alles meistens in Schwarz-Weiß-Fotografien? Was jetzt hier hängt hauptsächlich, ja, ich meine Rihanna ist in Farbe, Kermit ist in Farbe, Christa Henriksson, schwedischer Schauspieler, Miss Piggy, ein paar Farbsachen hängen auch. So viele und du siehst so jung aus. Wann hast du denn angefangen zu fotografieren? Bewusst mit 14. Ach so, ja. Ja, genau. Mit und dann 14. Hast du als Assistent gearbeitet? Genau, dann habe ich mit 17 angefangen als Assistent zu arbeiten, bis ich 24 mich dann selbstständig gemacht habe. Gut, und die ganzen Schauspieler, wo triffst du die? Gehst du zu denen hin oder kommen die zu dir nach Hamburg? Ganz unterschiedlich, ja. Also viele... sieht man ja immer. Manche sind auf Location, manche im Studio bei mir in Hamburg oder
in irgendwelchen Hotels wird ein Studio nachgebaut oder auf Location hier. Natalia ist im Café, ja. Jana Palaske bei sich zu Hause. Das ist ganz unterschiedlich. Viele Leute hier, das ist im Soho-Haus, Jeff Goldblum. Ganz unterschiedlich. Sie sehen auch sehr privat aus. So, kennst du so privat, kannst du mir so private Details verraten? So die Eigenschaften eines Til Schweigers. Wie war es, als das Foto entstanden ist? Ja, das behalte ich natürlich für mich. Aber es ist immer gut zu fotografieren wahrscheinlich? Ja, ja, klar. Ne? Bei manchen geht es einfacher, bei manchen weniger einfach. Und jetzt hast du auch einer meiner Lieblingsstars, Kermit the Frog. Wo war das denn? Das ist hier im Ritz in Berlin aufgenommen. Das war fürs Zeitmagazin. Ich habe einen Traum, genau. Also. Er träumt ja davon, Filmstar zu werden. Und ja, und jetzt ist er ja Single oder ist nicht mehr mit Miss Piggy. Getrennt, ne? Ja. Getrennt. Hab ich gehört, ja. Und jetzt kommt das ja pünktlich zur Berlinale, das passt ja. Bleibst du auch noch ein bisschen hier und schaust dir ein paar Filme an? Nee, leider nicht. Ich muss arbeiten in Hamburg. Ja. Was ist dein nächster Shoot? Kannst du es verraten? Ja, ich mache eine Geschichte über Obdachlose. Also das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was hier hängt. Ja. Und für unsere Thema Berlin-Zuschauer habe ich was zu verlosen. Nämlich? Ein signiertes Buch. Kannst du mal, das ist so schwer mit seiner ganzen Kunst, mit Miss Piggy drauf. Genau. Also einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Luckwords. Ich will auch eins. Vielen Dank. Ja. Bitteschön. Danke. Die Ausstellung Actors geht noch bis zum 11. März in der Kronenstraße 71. Wir sind am Ende der Lifestyle Berlinale Spezialsendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber bis dahin gibt es täglich von mir ein Berlinale Spezial. Schaut's rein!